Hallo, ich spiele heute ein wenig Don't Starve. Das Spiel habe ich eigentlich schon eine ganze Zeit lang, aber ich habe es letztens entdeckt, als ich auf meiner PS Vita im PlayStation Store war, dass es das da auch gab. Und auf der PlayStation Vita habe ich es dann nochmal ein bisschen gespielt und da bin ich ein bisschen besser zurechtgekommen als das erste Mal, als ich das gespielt habe. Das war nämlich sehr nicht so gut. Ich bin da tatsächlich sehr viel und sehr schnell gestorben. Ja. Das ist ein alter Spielstand von mir. Ich glaube, ich fange einfach mal direkt neu an. Werden mal schauen, ob ich es jetzt hier besser hinbekomme. Wir spielen ohne die Erweiterung erstmal. Den Rest lasse ich so. Don't Starve ist ein Survival-Spiel mit einem sehr netten Grafikstil, wie ich finde. Es ist sehr atmosphärisch. Und ja, ihr könnt auch lesen, es hat durchaus so ein bisschen Humor zumindest. Es fängt gleich an, glaube ich. Der Hintergrund ist, der Hauptcharakter hat wohl eine Maschine gebaut, weil eine Stimme ihn da angeleitet hat. Und nachdem er diese Maschine fertig hatte, ist er in diese Welt gezogen worden. Ich vermute mal von diesem Typen da. Und dann fängt es auch schon direkt an und ich muss mich beeilen, weil wenn es Nacht wird und ich kein Feuer habe, dann sieht es ganz blöd aus. Deswegen laufe ich hier erstmal ein bisschen rum und sammle alles Mögliche ein, was ich haben kann. Gras, ja. Ist gut. Ich brauche auf jeden Fall jetzt am Anfang erstmal eine Axt. Oh ja, das brauche ich da. Da oben sind noch mehr. Sehr schön. Ich glaube, die Axt habe ich bald, dann kann ich mich die Bäume fällen und dann... Ah, da bin ich zu früh los. Das passiert mir ein paar Mal. So, Karotte ist glaube ich auch nicht schlecht, damit kann ich später dann versuchen Hasen zu fangen. Aber ich sammle erstmal so viel einfach wie möglich. Kann ich schon hier... Ja, kann ich schon bauen. Und dann alles natürlich aufsammeln. Weil ich zugeben muss, die Steuerung von der PlayStation Vita gefällt mir ein bisschen besser als mit der Maus. Keine Ahnung. Da oben seht ihr hier die Uhr. Zeit. In der Zeit werde ich mal versuchen, einfach so viel wie möglich einzusammeln. So habe ich es jedenfalls auf der PlayStation auch ganz gut geschafft. Ich habe einfach gesammelt wie bekloppt und dann hatte ich für mehrere Tage Krempel gehabt und konnte einfach ein bisschen erforschen und dann bin ich irgendwann gestorben, weil ich so übermütig geworden bin. Ich glaube, ich habe etwas Falsches angegriffen, also ich weiß gar nicht mehr. Dabei war das wirklich ein sehr, sehr schöner Spielstand. Ich habe Höhle entdeckt, da habe ich mich noch nicht reingetraut, weil ich noch keine Waffe mir bauen konnte. Ich habe nämlich kein Gold gefunden. Das war ein bisschen frustrierend. Ich habe alle möglichen Steine kaputt gehauen, aber da war nirgendwo Gold drin. So, kann ich eigentlich schon... Ja, ich kann auch die Hacke bauen. Dann brauche ich jetzt nur noch Steine. Ich sehe übrigens da links, wenn es grün ist, dann kann ich da Sachen bauen. Ja, das Feuer hier für die Nacht kann ich auch schon bauen, das ist sehr schön. Und ich muss natürlich das Gras erstmal mit der Maus treffen. Mein alter Erzfeind. Seht auch, die Axt verliert Haltbarkeit, also die wird mir immer wieder eine neue Axt bauen müssen. Hier bauen. Ah, das sieht auch schon gut aus. Das ist auch sehr schön. Ah, der ist ein bisschen unheimlich, der Wald hier. Ah, vielleicht finde ich ja irgendwas Spannendes. Steine. Klingt nicht schlecht.
hier auch schnell. Ah, sehr schön. So. Oh, wie toll. Da habe ich jetzt wieder so ein... Ach, da traue ich mich aber eigentlich noch nicht runter. Nicht am ersten Tag. Ich werde versuchen, das sicher zu machen. Ich bräuchte so langsam was zu essen und irgendwie sehe ich auch sehr schlecht durch die Dunkelheit. Dabei. Das ist ja schade. Ah. Ah, jetzt verstehe ich das. Anscheinend, wenn da so Goldadern drin sind, dann ist da auch Gold drin. Das ist eigentlich total logisch. Das fängt doch schon mal richtig gut an. Wenn ich jetzt auch noch was zu essen finde, dann bin ich richtig glücklich. Ich hatte nämlich immer das Problem gehabt, dass... Ach. Bei der PlayStation könnte ich jetzt die Kamera drehen. Keine Ahnung, ob das hier auch geht. Ich mache einfach mal den Baum kaputt. Ich hatte immer das Problem gehabt bisher, dass ich kaum Gold gefunden habe. Und das Gold ist irgendwie notwendig, um die Sachen zu erforschen. Und dann hatte ich ein Problem. So, da oben sehe ich, dass es gleich Nacht ist. Ich aufpassen. Ja. Okay. Was kann ich hier bauen? Das ist auch von der Steuerung her schöner bei der PlayStation gewesen. Da konnte ich dann damit rumlaufen. Kann ich das hier auch? Ah, ich kann hier genauso rumlaufen wie bei der PlayStation. Da muss ich gar nicht klicken. Sehr schön. Ah. Gut, dann warte ich jetzt gerade noch, bis es dunkel wird und dann... Hier die Maschine hin? Ja, mach ich doch mal. Ne, gar nicht. Da. Gut, dann kann ich jetzt mal versuchen. Was kann ich denn bauen? Schaufel. Bretter. Ja, vielleicht hätte ich das doch nicht da machen sollen. Ich mache einfach mal die Schaufel. Ich guck mal, vielleicht kann ich da irgendwas Spannendes da graben. Ach nee, da brauche ich irgendwas anderes dazu. Na super. Ich hätte gern Speer. Ah, ich kann auch. Wie geht das? Bei der PlayStation konnte ich. Ah. Also das fand ich auch bei der PlayStation. Bei der PS Vita besser. Da konnte ich viel einfacher die Sachen braten. Ah nee, damit heize ich das nur an. Okay, gut. Mal weiter. Schön, jetzt fängt es an zu regnen. Wahrscheinlich nicht gut für das Feuer, denke ich mal.
habe ich diesmal. Ich habe genug Stein, aber ich habe irgendwie kaum Äste. Das ist natürlich auch. Habe ich die vorhin übersehen? Ich weiß jetzt nicht. Ah, das sieht auch noch etwas Besonderes aus. Das Ding. Na, das lasse ich alles erstmal. Eine ganz kurze Straße, das bringt mir so nichts. So, und hier sind Schweinsleute. Was ist das? Ah, ich glaube, das war irgendwie so ein Speicherstein. Na, das ist eine Schaufel. Zeit. Kann ich hier irgendwo nehmen? Ah, hier kann ich. Aha. Was auch immer mir das bringt, ich habe keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach mal. Wenn ich schon hier eine Schaufel habe. Es ist wieder so duster und ich sehe nichts. Auf der Straße bin ich schneller, das ist gut. Ich bin momentan nur so ein bisschen ziellos, weil ich muss einfach nur Sachen sammeln. Damit ich mal ein bisschen was. Ich entferne mich natürlich immer weiter von meiner Maschine, das ist auch nicht schön. Ich hätte hier gern den Speer. Bisher sieht es gut aus. Dass, wenn die sterbe ich jetzt nicht an Dunkelheit oder sowas. Ich da dran, dass ich nichts zu essen habe. Ich kann natürlich auch was mit den Bienen probieren. Das geht garantiert nach hinten los. Ich kenne das Spiel. Die Vögel bekomme ich auch nicht. Das kann ich auch vergessen. Okay.
irgendwie das Licht hier in meinem Zimmer ist da nicht gerade so angenehm, wenn es dunkel auf dem Bildschirm ist. Mhm. Sieht ja nach WC-Häuschen aus. Oh, wird gleich wieder dunkel. Mist, Mist, Mist. Das hätte ich fast vergessen. Mal weiter. Okay, dann werde ich jetzt erstmal hier wieder trocken. Weil ich habe Hunger. Na, auch wenn ich die eigentlich für eine Falle gut gebrauchen könnte. Will ich eher am Leben bleiben und nicht verhungern. Und es könnte mal langsam wieder Tag werden. Mit der Schaufel, die hätte ich nicht erforschen sollen, das war irgendwie unnütz. Ja, es wird langsam dunkler. Könnte es mal wieder Tag werden, bitte? Ach, das war gar nicht mal so wenig knapp. Na, die Frösche, die. Ich erinnere mich, da hat mich mal einer von denen angegriffen, das war nicht so schön. So. Jetzt kann ich das hier bauen. Ich glaube, das ist ganz gut für meine Sanity. Oh. Das sind die großen Vögel, die haben mich auch schon mal umgebracht. Und zwar auf der PS Vita. Da war so ein Nest von denen, die haben mich sowieso dann überrascht. Und dann dachte ich mir, ja, dann kann ich ja mal versuchen, gegen die zu kämpfen. Das war nicht so eine gute Idee. Ja, oh, da noch einer. Wieso ist das gerade das Jahreszeitenwechsel? Hm. Ich wüsste nur gern, wo war meine.
Da. Schon weiter da weg. Ja, ich kann einfach mal, wenn ich sowieso da lang gehe, kann ich die Sachen noch aufheben. Genauso wie die Axt. Wo ist denn meine Axt? Da. Wir müssen Holz machen. Wenn ich da sowieso einen Inventarslot dafür benutze. Schaufel brauche ich aber nicht hier. Hätte ich es gewusst. Ah, Grab. Nicht da. Genau. Oh, nein. Folgte mir jetzt die ganze Zeit. Das Gold. Ich mache einfach mal hier die Gräber auf. Ich hoffe mal, das Vieh verfolgt mich jetzt nicht die ganze Zeit. Doch. Wie schön. Das habe ich ja richtig gut gemacht, mal wieder. Ich bin begeistert von mir. Ah, der will mich auch gleich angreifen. Wo bin ich? Da. Du willst mich nicht angreifen hier. Sehr schön. Der Geist verfolgt mich jetzt wohl die ganze Zeit. Wie unschön. Ja, ich kann wahrscheinlich nichts gegen den machen. Unentspannt hier. Oh. Ah, jetzt kommt es wieder raus. Ich hab schon gedacht, das war's. Schau ich mal, wie ich da wieder hinkommen kann. Sehr, sehr unschön. Toll, und irgendwie dreht sich alles, wahrscheinlich wegen meiner Sanity. Da habe ich geschlafen mit dem Feuer und das hat sich direkt gerecht.
der Geist hat mir wirklich nicht gut getan. Aber wem tut ein Geist schon gut? Was bedeutet das Blaue eigentlich? Na. No. Immerhin, die ist gerade nochmal gut gegangen. So, jetzt kann ich ihn dann bauen. Toll. Ja. Das bringt mir nichts. Ein Speer! Jo, machen wir doch mal ein Schild. Ich habe keine Ahnung, warum ich das machen sollte. Ja, ich bin da, genau. Ich glaube, jetzt muss ich wieder ein bisschen... Doch, da. Ah, ich kann nur entweder oder. Nicht schön. Da ist mir der Rucksack aber wichtiger. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal runter. Da war ich mal ganz kurz drin, hab mich dann nicht... Ach, ich habe jetzt nicht dran gedacht, vielleicht brauche ich ja die Fackel. Guck ich mal unten gleich. Vielleicht gibt's da auch netten Loot. Da hätte ich nichts dagegen. Ja, ich glaube, da bräuchte ich... Ja, das bringt nichts. Ja, das ist zu gefährlich, denke ich mal. Ja, das ist ein bisschen... Ich gehe mal wieder hoch. Ich glaube, ich brauche viel mehr Gras. Da habe ich ein bisschen getrödelt.
Ich brauche Gas. Irgendwie, man hat immer von einer Sache zu wenig, habe ich das Gefühl. Oh, das ist hungrig. Oh, hier gibt's doch kaum was zu essen. Scheiße. Ja, dann werde ich wahrscheinlich meine letzten Karotten heute Nacht vertilgen lassen, damit ich am nächsten Tag irgendwas finde, was ich nutzen kann zum Essen. Aber das sieht hier nicht so gut aus. Nicht das. Ah. Ja. Ui, das war knapp. Gut, dann. Besser. Toll. Na, was sieht man damit? Das auch immer noch besser. Ich hätte gerne den nächsten Tag. Ich muss weiter. Wie man doch so einfach schon zufriedengestellt werden kann. Na. Dann eine Falle. Jetzt habe ich. Oh, ich bin so intelligent. Jetzt habe ich keine Karotte mehr. Der Hase wird da kaum von selbst reinlaufen. Das angreifen, aber Karotte, sehr schön. Bären. Jetzt noch mehr Karotten. Nein. Schade. Oh, hier geht's raus. Ja, das würde ich gleich, wenn ich die Falle aufgestellt habe, glaube ich. Da.
Und jetzt dürft ihr da reinlaufen. Ich erlaube es euch. Ich hab Hunger. Ich hätte gern noch eine Karotte. Ich glaube nicht, dass es gut enden wird. Ich werde wahrscheinlich wieder diesen Pilz essen müssen. Und dann werde ich wieder wahnsinnig werden und... Ah. Aber immerhin, Tag 5. Ich mach mich. Mehr Karotten. Noch mehr Karotten. Wenn jetzt... Ach. Weg mit dem Baum. Vielleicht kann man das auch irgendwie drehen und ich weiß einfach nicht, die Kamera... Noch mehr Karotten. 4. Potenzielle 4 Hasen, das ist schon mal gut. Ja. Aber das nicht gönnt. Bevor es dunkel wird, hätte ich gern noch. Ah, die Hasen sind jetzt drin, ne? Ah, da hat jemand das. Nein! Ah. Nicht gut. Die Hasen sind in ihren Höhlen. Ich habe Hunger. Ich will die Pilze nicht essen. Nein, ich wollte... Das wollte ich nicht, aber ich wollte eigentlich das betrachten, das Ding. Ja, und jetzt setzt der Madness-Effekt so langsam ein. Ich habe es großartig mal wieder gemacht. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie schlecht ich dieses Spiel doch kann. Jetzt auch noch Essen hätte. Das klingt jetzt auch gleich. Nein, das ist der Madness-Effekt. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Ja.
habe ich wenigstens. Wieso? Ja. Weg. Tag 6. Und meine Sanität ist nicht gerade die beste. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache es nicht mehr lang. Dann kann ich auch da in die Höhle gehen. Wenn schon untergehen, dann aber richtig. Ich glaube, ich zünde es mal. Ich bin fast tot. Kein Leben mehr. Dann kann ich auch mal gucken, was das hier. Das bringt nichts, okay. Keine Ahnung. Ah. Okay, da bin ich gestorben. Immerhin habe ich einen neuen Charakter freigeschaltet. 5 Tage habe ich überlebt. Warum auch nicht? Ja, das war's dann mal für heute und ich werde demnächst wieder reinschauen. Also dann, ciao.